blöd. Die Spawnrate von den Dingern ist viel. Da ist einer. Oh Gott, warum ist da so viele Mobs? Wow, 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 wow. What the fuck? Holy mother of goodness. Holy shit. Aua. Bringt euch doch gegenseitig um. Woohoo. Woo. Wow, it's a glowing creeper. Glowing in the night. Deep glowing in the sunlight. Wow. Bleib, 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 bleib. Und weh, du, du weh. Du machst mir meinen Enderman gut. Du machst mir meinen Enderman. Oh, ich habe eine Perle bekommen. Aua, 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 aua. Spinne, spinne, spinne. Ich spinne, glaube ich. What the fuck? Get in your face, bitch! Oh Gott! Meine Nerven, Kinas, meine Nerven. Da ist ein Spinnenjockey, da krieg ich gar nicht erst hin. So ein scheiß Elfe reitet da auf dem. Ne. Boah, so viele Knochen, das ist auch toll. Knochen vom Jochen. Sofortiger Gesundheitstrank, Geschwindigkeitstrank. Komm, können wir doch mal machen hier. Huch, Sonnenlicht. Und Knochen! Sammeln wir ein paar Knochen ein. Da brennt jemand. Das, was ist das denn? Ach, das war meine Schüssel. Ich brauche nicht. Hi, tschüss. Achso, hallo. Huch. Ach, sie sind schon gestorben. Das tut mir jetzt aber leid. Und den kriege ich noch. Bam. Headshot. Oh, sie brennen. Das tut mir leid. So, die Spinnen haben ja keine Akku mehr auf mich, ne? Hast du mich lieb, brave Spinne? Diese ekligen Glibbergeräusche, die seit Neuestem mit ihren Füßchen machen. Hatten wir nicht drüben auch noch irgendwo ganz viel erlegt und dann noch was liegen lassen? Nehme ich jetzt halt Knochen mit, wenn ich dann noch... Eine Kartoffel. Einer von den Zombies hat eine Kartoffel. Ja, bringt mir nichts. Alter, kann ich jetzt schnell laufen mit dem Geschwindigkeitsdrang? Hui! Schwimmen. Boing, boing, boing. Gummibären hüpfen hier und da. Das finde ich wunderbar. Gummibären hüpfen hier und da. La, da, 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 da. Okay, wir haben definitiv zwei Enderperlen. Das bedeutet, wir können uns zwei Enderschatztruhen machen. Was ist das für ein Erdblock, der da entsteht? Boah, ist das heiß. Ich glaube, ich verbrenne. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück ins Dorf und guck mal, wie viele von den Dorfbewohnern jetzt noch am Leben sind. Ich kann mich auch nicht um alle kümmern, ne? Ich war halt zum Enderman-Farm unterwegs. Boing, 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 schwablatsch. Ja, ich mach tolle Geräusche, ich weiß. Hey, Kinders. Will jemand mit mir irgendwas Tolles tauschen? Willst du Norchen? Willst du Norchen? Hm, nur würde es Melonen dafür geben. Ich habe leider für dich keine Goldbarren, das tut mir leid. Du würdest mir Kekse dafür geben. Kekja! Soll ich das machen mit den Keksen und mit den Melonen? Ist wenigstens unnütz. Auch unnütz. Damit die mal bessere Angebote kriegen. Schwierig, schwierig, schwierig. Was macht der denn da drinnen noch? Ist es herrlicher Tag, geh raus aus deinem Haus. Hallo, was du, Papier? Nee. Was du, hallo, Papier? Nein, doch. Sekunde, vielleicht können wir ja hier draus wenigstens ein bisschen was für dich machen. Guck mal. Das reicht doch hier. Genauso viel willst du doch haben. Freust du dich? Krieg ich jetzt was Neues? Nein. Bäh. Puh, Geizhals. Ist nicht mal alles so geizig. Was macht ihr denn da draußen? Achso, die machen eine Gartenparty. Nee, ich bin nicht eingeladen. Bäh, das kann doch nicht wahr sein. Brot. Du gibst Brot. Für Weizen. Schweinefleisch haben wir schon mal gemacht. Ja, so in einem Dorf wohnen wäre halt schon toll, weil man halt einfach dann regelmäßig handeln könnte. Ich muss immer erst hierher laufen. Boah, Grafikbug. Und da habe ich meine Erde gelassen. Cool. Ja, dann haben wir da nicht noch irgendwo mehr von den Schilfzeugs da. Ich pflanze, glaube ich, noch mal welchen ein, ehe ich jetzt hier nur... Oh. Das war so schlau von dir, Honey. Ja, danke. Du, mich auch. Dann ernte ich jetzt von mir mal ab. Weil dann können wir das mit dem Papierhandel halt machen. Und kriege ich halt ganz viel Papier von uns. Und dann, ne? Würde ich mal sagen, gib mal her die Scheiße. Oh, ein Kackerschaf. Bäh, nein, welchen Pupu hast du dich denn gewälzt? Wahrscheinlich so ein Kuh-Pupu. Da drüben wächst noch nichts. Und wir warten, bis das Schilf wächst. Kann man Schilf damit wachsen lassen? Moment, Moment, meine Knochen. Da. Knochen vom Jochen. Wachsen die damit auch? Warum nicht? Unrealistisch. Am, am, am. Wir können ja jetzt unser Knochenmehl eigentlich immer voll verschleudern. Weil, Kinnas, ihr wisst ja Bescheid, ne?
wir haben jetzt einen Skeleton-Spawner. Können wir mal voll aufernten hier. Vielleicht können wir dann den Weizen doch noch verkaufen. Wieso ist das Licht gerade so komisch? Ach so, ich bin im Schatten. Ach ja, es sieht vom Schatten her auch so realistisch aus, wie es wäre, würde man unter einer dicken Wolke stehen. Das ist dann immer, gibt es so einen goldenen Schatten. Jetzt fehlt nur noch Ambiente-Licht, wie beim EMB-Mod von Skyrim. Und ich wäre total begeistert. Aber so richtig. Schön. Oh, nee, ich bin ins Wasser. Mami, ich bin ins Wasser gefallen. Oh, ich habe hier was übersehen. Mami, ich bin jetzt absichtlich ins Wasser gefallen. So, tack. Es wäre cool, wenn man heutzutage mit Dispensern automatisch aufernten kann. Aber das kann man nicht, ne? Man kann mit Dispensern nicht automatisch das füllen. Das geht nicht, ne? Da. Wer von euch wollte eigentlich nochmal Weizen haben? Warst du das? Nein, du hast Brot gegeben. Brot für die Welt! Einer von euch wollte Weizen. Wer wollte jetzt Weizen? Du wolltest kein Weizen. Wolltest du Weizen? Nee, du wolltest Papier. Du bist der Papiertubi, mit dem ich mich dann noch... Halt! Was ist mit dir? Wolle? Guck mich doch nicht so an. Ah, du warst das mit dem Weizen. Halt hier. Gib mir mein Zeugs. Das war's schon. Toll. Blöder Sack. Huch, ich bin ins Wasser gefallen. Voll absichtlich. Steht doch nicht im Weg rum. Ich muss ja an den Weizen ran, den ihr selber gepflanzt habt. Was machst du mit dem Schaf? Ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen, was er mit dem Schaf gemacht hat. Die perverse Sau. Pervershausen ist das hier. Hier gibt es noch andere leckere Nom-Nom-Sachen. Habt ihr noch ein Feld, was ich ab... Ja, natürlich. Wow, haben die hier viel Kartoffeln. Ups, oh, das tut mir leid. Haben die hier viele Kartoffeln, aber Weizen wäre jetzt gerade besser, aber die Kartoffeln brauche ich eigentlich nicht. Ich habe zu Hause selber ein Kartoffelfeld. Und Kartoffeln kauft hier anscheinend auch niemand. Bam. Ich glaube, ich habe ein paar gesunde Sachen kaputt gemacht. Huch. Irgendwie bin ich es nicht gewohnt, so viel FPS zu haben. Irgendwie läuft das besser bei mir, das Minecraft gerade. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, da ist ja auch noch Weizen. Also, Slime Spawn Area. Das ist schon mal ein Punkt der Liste. Skeleton Spawner ausbauen, Spinnen Spawner ausbauen. Haus bei den Weizentypis bauen. Dem Dorf eine Stadtmauer geben und alles beleuchten, damit nachts nichts mehr spawnt. Und dann als Bürgermeister einziehen und die Weltherrschaft an sich reißen. Warum rede ich eigentlich heute die ganze Zeit in so einem komischen Akzent? Warum kloppen die sich immer eigentlich hier? Also, da muss ich hier einen Dorfplatz draus machen. Wer von euch wollte nochmal jetzt den Weizen? Ich muss noch ein paar Häuser hier hinbauen. Weil dann kriegen die auch Kinas. Hallo. Du warst das mit dem Weizen. Oh, das Angebot steigt. Jetzt will er Fisch. Mann, dann suche ich mir halt eine Spinne, baune Angel und den ganzen Tag labern wir dann über irgendwelchen Quark. Mann, könnten über Quark labern. Ich weiß nicht was, über Quark labern? Ach du Scheiße, du bist da runtergefallen. Nein, ich rette dich. Ich rette dich. Du bist da runtergefallen. Ich rette dich. Nein, du kannst doch noch... Jetzt warte mal. Sei nicht so ungeduldig. Mann, ist das ein ungeduldiger Sepp. Boing, boing, Disco. Disco. Das Schaf ist da auch runtergefallen. Ja, ist ja gut jetzt. Oh ja, ey, nerv mich nicht. Komm hier hoch, Junge, Kleiner, komm hier hoch. Hier geht es da lang, da rum, da hoch. Ja, super. Kauf machst du das. Krieg ich dafür Punkte, dass ich dich gerettet habe. Geht's nämlich dahin? Ich gehe einfach mal da runter. Vielleicht finde ich ja so ein bisschen, ihr wisst schon was. Also ein bisschen Voldemort. Ein bisschen, du weißt schon wer. Die Musik ist cool. Ich glaube, ich habe ein Skeleton gehört. Oder das war nur Einbildung. Kann natürlich auch sein. Der Mann hier unten ist ja gar nichts. Hallo? Die Richtung? Vielleicht haben die hier unterirdisch irgendwie so einen Riesen-Dungeon und wissen es gar nicht. Bei Villagern habe ich schon ganz oft Minenschächte gefunden.
heute. Aber das ist ein Höhlengeräusch. Hier muss irgendwo was sein. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Immer einfach eine Fackel hier unten rein. Boing, boing, boing. Boingy, boing. Boingy, boing, boing. Hallo. Ich bin noch zu trendstibil, um hier. Ich bin so dumm wie der Villager und komm nicht mehr raus und sterbe dann nur raus. Was ist, wenn mir hier lauter Viecher reinfallen? Das eine Schaf ist schon da reingefallen. Machen wir es mal so, dass man da gerade noch so raus kann. Falls man reingefallen ist und so, ne? Verstehst du? Das ist frisch nachgewachsen. Das ist auch frisch nachgewachsen. Ah! Alter! Ey! Ist nicht witzig! Auf mich so anzustarren. Gold. Du bist der Schmied, deswegen brauchst du auch Gold. Ja, dann würde ich für den mal Gold besorgen, würde ich sagen. Vielleicht verkauft er mal irgendein Diamantschwert oder so für ein paar Smaragde. Und Wolle. Ich brauche mehr Eisen. Oh Mann, ich bin wieder völlig unvorbereitet hier hingegangen, Mann. Das kann doch nie wahr sein. Dann gehe ich jetzt doch mal da runter und gucke, ob ich vielleicht Eisen finde. Nur ein bisschen Eisen brauche ich ja. Das ist ja nicht viel. Da kann ja irgendwo wird ja wohl Eisen sein. Aha, hier muss irgendwo was Böses sein. Ich höre es. Ich kann aber nicht beurteilen, wo. Ich buddel mich einfach mal hier. Aha. Aha. Na, guck ich mal einer da. Oh nee, die Sonne geht unter. Dann bleibe ich oben. Ist nicht so gesund. Mann, mehr Eisen. Mann, mehr Eisen hätte ich scheren können. Jeden Tag die Schafe. Und hätte einen Vorteil gehabt vom Scheren, Mann. Habe ich aber nicht gemacht, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gehen wir jetzt noch ein paar Endermen kloppen. Geht mal alle nach Hause, geht nach Hause. Es wird dunkel, Kinders, geht nach Hause. Geh doch nach Hause, du alte Schönheit. Hm? Nee, nee. Wie sieht's denn aus hier mit einer Workbench? Machen wir da eine Workbench hin und mit so einer unverpugelten Kartoffel kann ich eh nichts anfangen. Weil ja, hier kommt ja mein Haus hin. Sollen wir nur dafür zusehen, dass das nicht von einem Creeper jetzt gesprengt wird irgendwie. Es wäre suboptimal. Nur damit wir mehr Loot aufnehmen können. Ich pack das mal alles da rein. Und die Enderperlen auch. So, da kommt ja nämlich später mein Haus hin. Genau das habe ich beschlossen. Jetzt gehen wir am besten wieder in die Wüste, ne? Als Dorfbewohner haben wir noch jede Menge. Da müssen wir nicht drauf aufpassen, dass da einer von denen zufällig von einem Zombie so... Gehirn. Ich will jetzt Endermänner haben. Na gut, ich kann noch eine Weile beim Dorf bleiben und ein bisschen aufpassen. Oh, es ist Halbmond mit Kasten drumrum. Toll. Ich kann machen, was ich will. Ich habe das ausgeschwärzt. Es bleibt immer dieser Kasten. Das liegt einfach daran, dass der ENB das so extrem auffällt. Aber der Mond hat auch einen Schein, ne? Da habe ich ja... Uah. Dabei ist der doch, der dürfte nicht so extrem scheinen. Oh, guck mal, ich kann meine Kartoffel wieder mitnehmen. Dum, 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 dum. Hey, Schaf, Enderman. Oh Mann, den Enderman. Mann, Mann, wie ich den jetzt ändern kann. Mann, den Enderman, Mann, Mann, den Enderman, Mann. Enderman, Mann. Und dann spawnt davor noch tausend andere Monster. Mann, das hab ich so gern. Hey, hey, hey. Creeper, 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 Mann, hey, Creeper, Mann, Mann, Creeper, Mann, Mann, Creeper, Creeper, mich nicht an. Hallo, Endermann, den ich jetzt ändern kann, indem ich einfach seine Füße kaputt mache. Und er hat nicht mal was gedroppt, die olle Sau.